Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plaguing Evolved. Wir haben was Neues freigeschaltet, den Pilz. Sporen können aus eigenem Antrieb nur kurze Strecken zurücklegen. Den werden wir doch mal machen, einen schönen Pilz. Wir haben auch zwei neue Mutationsstufen bekommen. Einmal Mutationsbonus, erhöht die Mutationschancen deiner Seuche. Drückentwicklung, dass wir Bonus DNA bekommen, wenn wir etwas zurückentwickeln wollen. Natürlich auch nicht so schlecht. Wir machen das Ganze auf normal. Und die Seuche heißt Orcus. Warum Orcus? Ganz einfach, wer das Warhammer 40.000 Universum kennt, wird sich vielleicht auch mit den Orks ein bisschen befasst haben, was eigentlich nichts anderes als gewaltige, mutierte Pilze. Und ich habe mir gedacht, warum nicht versuchen, die gesamte Menschheit mit Pilzen befallen zu lassen, um zu schauen, ob vielleicht Orks draus werden können. Dein Wahlpilz, um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln. Das kennen wir bereits als Startgebiet, den kennen wir auch bereits. Und mir wurde ein Tipp gegeben, da ist zum Beispiel sowas wie, sagt es mir, China nehmen soll. Einfach wegen der hohen Bevölkerungsdichte und das werde ich doch stärker mal tun. So, in China fängt Orcus so quasi an. So, wir nehmen gleich den DNA-Punkt mit und sehen auf jeden Fall, der Orcus hat eine Spezialfähigkeit für sich. Das nennt sich Sporenausbruch. Solche Sporen werden Explosionsartig in die Luft abgeben und um ein neues dann zu infizieren. Bingo. Das brauchen wir. Man ploppt nämlich einfach irgendwo auf der Welt wieder etwas auf. So, das Ganze können wir nochmal machen. Plop. Und das nächste Land ist infiziert. Ich muss einfach bloß draufklicken und irgendwas wird immer infiziert. Das ist eine tolle Sache. Finde ich echt mega super. So, was wir machen, auf jeden Fall machen müssten wir das und das hier für 7 und für 8 Punkte. Denn nur so kommen wir auch wirklich stark voran. Jetzt haben wir ein bisschen Spiele, das kennen wir bereits. 10 infiziert und schon so große Kleckse. Wow, auch nicht schlecht. Dankeschön dafür. 9 Punkte. Dann sagen wir doch, machen wir mal eine Wasserübertragung. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich das Ganze irgendwie hier ausbreitet. Dass wir dann später mal sagen können, ey, guck mal her. Nein, es war 9. Wir können hier oben Grönland und Island mitnehmen. Das wäre echt super. Dafür müssen wir auch die Kälteresistenz, was gegen die Kälteresistenz tun. So muss ich eher sagen. Infektion ist relativ langsam für den Moment. Wir betonen auf relativ. Dankeschön dafür. Werde das uns machen und danach können wir den hier nochmal probieren. Einfach mal irgendwo etwas aufploppen lassen. Ich finde die Idee dahinter cool. 10, Dankeschön. Einmal zum nächsten und sogar 2 Stück. Das wird jetzt schön werden. Zack, zack, zack. Das gibt jede Menge Punkte hinzu. August hat Ausschlagsyndrom bekommen. Okay. Sag ich jetzt mal nicht nein dazu. Ausschlag hat ja was. Dann machen wir noch Schwitzen. Das tue ich erforschen. Damit in den kälteren Regionen direkt einmal die Leute in Sachen Hygiene so ein bisschen weniger aufpassen. Das wäre schön. Das wäre echt wunderbar. Aber nicht nur China, die ganze Welt muss. Ganze Welt muss befleckt werden. So, können wir noch was machen? Nein, es braucht 6 Punkte dafür. Mist. Sind noch ein paar mehr, damit es arzneimittelresistent wird. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Oh, China. Oh, China. Hier wird es nicht mehr so gut gehen. Nein, nein, nein. Wie so unsere Rate explodiert so quasi hier. Symptome. Oh, Husten. Dies und das und jenes. Wir können auch das hier machen für Mutationen. Ein paar Mutationen hier und dort wäre schon mal schön. Bei der Suche in Madagaskar wurde die Krankheit entdeckt. Na, danke auch fürs Gespräch. Gerade Madagaskar. Wo ich es eigentlich am wenigsten erwartet hätte. So, einmal aufploppen lassen. Und dann sagen wir gleichzeitig noch... Ah, hier. Schlafstörungen. Komm, was soll's. Das sind unproduktiv. Und spiele in Rio wieder zurück. Trotz Orcus, wenn wir im Spiel bald beginnen, werden die Menschen die Krankheit nach Brasilien bringen. Natürlich werden sie das. Wenn sie das noch nicht gemacht haben, dann werden sie es später auf jeden Fall machen. Wir haben das, wir haben das, wir haben das hier. Wir können nochmal die... Ah, das hier war es doch. 17 Punkte. Wunderbar. Medikamentenbeständigkeit. Wunderbar. Afghanistan trägt dazu bei, ein Heilmittel zu finden. Die sind aber auch schon richtig gut mit dabei. Bingo. Das nächste Land, bitte. Wow. Okay. Das war eine Sporenexplosion. Die hat für einiges gebracht. Können wir das Ganze nochmal machen. Bam. Oh ja. Ich merke den Vorteil des Pilzes. Wie wäre es denn damit dann so quasi für zwischendurch? Dass sie nicht so schnell erforschen können. Das wäre doch schön.
Menschen mit Narkosisiert reisen nach Rio und haben ihre Krankheit verbreitet, das hätte nie passieren dürfen. Ja, ich bin nicht schuld dran. Paranoia entwickeln, yippie. Paranoia ist doch eine schöne Sache. So, gerade noch eine kleine Nachricht bekommen. Ja, ja, ihr Brot ist aber sowas von. Wieder alle infiziert, wunderbar. 12, können wir da vielleicht hier noch was machen? Natürlich noch einmal eine Explosion. Okay, bloß eine kleine, aber zumindest Amerika ist schon mal schon. Das ist wieder Englisch, das lassen wir mal vorne weg. Hier schießt Flughäfen. Oh, komm schon, China. Warum? War das denn unbedingt nötig? So, ich möchte nochmal Wasserwege machen. Das wäre echt super für 15. Und wir sind nicht tödlich, aber wir stecken alle an Torkus als wenig gefährlich eingestuft. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Wenig gefährlich ist super. Okay, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann explodieren wir noch einmal. Ich möchte meine Extra-Punkte haben. Ernsthaft? Nur Neuseeland. Das hat mich jetzt mehr gekostet, als es mir gebracht hat. Mist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Elf ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Lass den Pilz schwanken und wanken. Was haben wir gesagt? Ab 15. Eins fehlt noch, okay. Na komm, was für Übertragbarkeit. Oh, Russland haben jetzt auch erwischt. Yippie. Das finde ich super. Aber noch nicht. Ja, ist noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Können wir mal die Luftdynamo machen und danach hier. Überall. Über die Art von Filter, das wäre natürlich super. Ja, yippie. Wir haben so in Island. Können wir noch nicht, aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Wie wäre es denn mit... Das wäre natürlich schön. Aber wir machen erstmal das hier. Wenn wir das gemacht haben, können wir nichts mehr machen, weil wir keine Punkte mehr haben. Okay. Was soll's? Wir schaffen es trotzdem. Vögel und Tiere lassen wir diesmal außen vor. Hier. In kälteren Gebieten wird der Anschlaggefahr sogar noch größer. Hautausschläge. Kommt die Selene? Wunderbar. Kanada. Hallöchen, Kanada. Jetzt sagen, Grönland. Russland führend bei Forschung. Nee, Russland. Da sollten wir einen Riegel vorschieben, indem wir noch mehr explodieren. Hehe, zack, zack, zack. Hat zumindest ein bisschen was gebracht. Dann sollen wir schon tödlich werden. Eigentlich noch nicht, weil wir haben noch nicht Grönland. Wir haben noch nicht Grönland, aber ich glaube, ich brauche das wahrscheinlich dazu. Kann ich mir jetzt recht gut vorstellen. So, Moment. Zack. Resistenzen hier rüber hinbekommen. Dann nochmal hier gemacht. Brauchen wir 11? Nein, wir brauchen 16. Wir bräuchten 16 außen natürlich. Oh, Moment. Eins haben wir noch. 18. Bei den armen Regionen. Ich würde mal sagen, Grönland ist kein armes Land. Ganz und gar nicht sogar. Ihr dürft so viel forschen, wie ihr wollt, aber es wird euch hoffentlich nichts bringen. Da ist gerade ein Schiff hingegangen, aber es hat nichts gebracht. Okay. Wie wäre es denn mit das da hier? 40 hier hin und nochmal Spornexplosion machen. Wissenschaft tut sich schwer, die außergewöhnlichen Mutationsmuster von Orkus zu verstehen. Dort WHO-Forscher schadet diese Bemühungen um ein Heilmittel. Ja, wir haben es geschafft. Grönland ist infiziert. Wen haben wir noch übrig? Die Karibik und Neuguinea. Aber haltet euch recht gut, möchte ich mal behaupten. Aber Wasserübertragung mit 17. Insofern, wenn wir es bekommen könnten, wäre super. Dann wäre da nämlich ziemlich schnell Schluss. Ja, Hallöchen aber auch. Bingo. 7 DNA-Punkte für... Bei Küssen, wir bräuchten irgendwas, was tödlich ist. Wäre sowas zum Beispiel gut. Für 31. Ich glaube, das könnte man bestimmt noch machen. Syndrom Niesen. Ja, Niesen ist auch immer gut. Oh yeah, jetzt haben wir es. Das heißt, nur die Karibik ist übrig. Karibik, ich sehe dich. Du möchtest doch ungemein sterben. Komm hier, guck, wir machen nochmal die kleine Porn-Explosion. Ja, das war's. Die Karibik ist auch dran. Jetzt müssen wir nur noch schwer überschwemmen wie Philippinen. Rechnen mit vermehrten Erkrankungen. Das heißt, wir haben alles soweit infiziert.
So gut wie zumindest. Das heißt, wir können sowas zum Beispiel rückgängig machen, wie das hier. Ach, kann man nicht rückgängig machen, schade. Wie wäre es denn mit dem da hier? Rückgängig machen. Jep. Das brauchen wir nicht mehr, wir brauchen noch was Tödliches. 14. Fieber kann natürlich sein, muss ich aber kann. Das ist schon mal ein guter Anfang. Erst so ist vielleicht doch Orkus und hoffentlich nicht der letzte. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Okay, das heißt, wir brauchen keine Übertragung mehr oder sonst was. Das heißt, wir können das rückgängig machen und wir können das rückgängig machen. Jetzt wird es nämlich mehr als interessant werden. 17. Zack. Und eine weitere Tätigkeit gemacht. Die Resistenzen kann man nochmal lassen, damit das Virus eigentlich überlebt, würde ich mal behaupten. Das wäre nicht schlecht, aber wir brauchen auf jeden Fall, yep, eine ungemeine Todesrate. Forscher auf der ganzen Welt konzentriert sich auf eine Entwicklung. Das wird nichts bringen. Orkus hat das vollständige Organversagen. Moment, ernsthaft? Hat er mir jetzt Gefallen getan? Er hat's. Pilz, du weißt genau, wie ich denke. Vollständiges Organversagen ist wunderbar. Ja, das kannst du sowas von knicken. Wir sind schneller als die Forschung. Wir sind sowas von schneller als die Forschung. Haben wir vielleicht noch irgendetwas da? Was die Tödlichkeit... Da hier. Zack, ein bisschen Tötung in Ehren. Da nochmal ein bisschen Tötung in Ehren. Australien beginnt zu zerfallen. Nicht nur Australien, ich würde mal sagen, die ganze Welt würde demnächst mehr als einfach nur zerfallen. Irak in Anarchie verfallen. Oh, komm jetzt da. Zack. Vollkommenes Hirnversagen. Lass es krachen. Yippie! 81%. Das ist zurückgefallen. Das war's. Atomexplosion in Deutschland. Bitte was? Kriegsreaktionszone in Deutschland hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt, doch Ausgang des Defektsabotage in Kernkraftwerk vermuten. Wow, okay, Moment. Deutschland. Da steht jetzt aber nichts dran mit Atompilzen oder sowas. Wow, okay. Das war's mit Deutschland so quasi. So, wir müssen es noch ein bisschen tödlicher werden. Nur mit Beton auf ein bisschen. Man versucht mit der Atombombe gegen Orkus vorzugehen. Bringt nichts. Bringt hier rein gar nichts, denn der Pilz hat gewonnen. Möge das Zeitalter des Orks beginnen. Gott sei Dank, lebt denn noch irgendwas hier? Ein bisschen, bedingt. Aber das war's. Damit wir so ein erfolgreiches Unterschied. Orkus hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzte von den Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Finde ich gut, die Welt hat kapituliert und aufgegeben. Sie haben anerkannt, dass die Orks oder der Pilz Orkus doch besser ist. Stärke ist schön, so muss man sagen. Der Pilz siegt, dankeschön. Habe ich den gebraucht? 749 Tage. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Gegen Komplexität, Komplex, Heilmittelforschung 800%, das war ein bisschen hoch. 3 von 5 Sternen ist gut, 6800. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt habe ich auch endlich mal nach dem oft zigmal Durchspiel gemerkt, dass eben diese Fähigkeit von den Pilzsporen, diese Explosion, das ist das, was eigentlich für Verbreitung sorgt. Das mal gewusst, hätte ich das ein bisschen früher gemacht. Aber okay, was soll's? Orkus hat die Welt vernichtet. Aber nicht ein letztes Mal, wir können sie ja schließlich resetten und immer wieder machen. Deswegen hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Massensterben mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüssi.